So, wir sind halt immer noch auf der 9, aber man sieht seins Haut ab. Also wir haben tatsächlich Mühe, nenne ich Mühe. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Okay, geht in Ordnung. Macht einfach mal was, weil ich muss jetzt hier tatsächlich meine Kurven fahren und ich möchte nicht, dass er wieder so massiv näher kommt und schon ist er nämlich wieder da. Und mit DRS ist er da. Ja, jetzt zieht er vorbei. Jetzt werde ich das wahrscheinlich nicht mehr abwehren können. Doch, ich konnte nochmal. Wow, cool. Das macht natürlich Spaß. Aber das ist, wie soll ich sagen, nicht allzu lang wahrscheinlich von Erfolg gekrönt, das Ganze. Aber das fühlt sich doch schon ganz anders an wie die letzten Rennen. So dieses schwammige, seifige in Österreich war ja wirklich zum Heulen. Hier ist halt wirklich Kampf angesagt, genauso wie das dann eben auch Spaß macht, ganz klar. Schön wäre jetzt noch, ich wollte gerade sagen, wenn wir hier noch an einem oder anderen vorbeikämen. Ich hoffe, der hat ein bisschen das Feld aufgehalten. Ja, 1,8, nur noch Norris und wir sind okay, jetzt natürlich, wir sind auf der 7 sogar, okay. Das würde mir gefallen, das würde ich mir gefallen lassen, definitiv. So, das ERS ist auch in Ordnung. Das könnte ich fast noch ein bisschen mehr strapazieren. Da haben wir natürlich auch dran entwickelt, deswegen hält das wahrscheinlich länger. Also das heißt wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit deswegen. Ich lasse es mal drin. Weil hinten der Kollege ist schon wieder viel zu nah dran für meinen Geschmack. Ja, jetzt hat unser DRS ausgesetzt. Ja, cooler Zweikampf. Das sind drei Autos. Jetzt werde ich hier angerempelt. Bitte schmeiß mich nicht raus. Das muss nicht sein. Und wenn du mich schon überholst, Kollege Sainz, dann fahr. Zu Perez. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Okay. Jetzt hat uns Sainz überholt. Ärgerlich. Das Gute ist, der spendiert uns wahrscheinlich DRS. Nehme ich an. Was für ein Fight hier hinten um die Plätze 7, 8 und Co. Jawohl. Ich bremse ein bisschen früher, weil es muss nicht sein, dass ich ihm ins Heck reinknalle. Einmal mehr natürlich diese Angst. Er kann uns aber, glaube ich, nicht abhängen, sondern wir kommen sogar ein bisschen ran, wie man sieht. Ja, ja. So, und jetzt hängen wir Ricciardo wieder ein bisschen ab, wenn auch nur ein bisschen, aber immerhin. So, was für ein cooles Rennen. Also dafür, dass jetzt die letzten wirklich so ein Käse waren. Vor allem Österreich natürlich. Wenn du denkst, dass du vorbeikommst, versuch es mit der Überholtaste. Versuche ich gerade, aber jetzt werde ich gerade wieder überholt oder er versucht es zumindest. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Okay, Chef. Ich habe noch nicht mal gucken können, wie lang oder wie viele Runden wir haben. Vor lauter hier mich die ganze Zeit verteidigen. 7. Haben wir und 13 sind es. Jetzt kriege ich kein DRS mehr. Jetzt ist natürlich ganz schlecht. Ja, ich würde sagen, da gehen wir dann aber bald mal rein. In dem Fall. Wahrscheinlich jetzt sogar schon. Dann können wir mit neuen gelben Reifen. Ich hoffe mal, es sind gelbe. Jawohl. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ah, da werde ich wieder angegriffen. Aber ich glaube, er steckt wieder zurück. Ja, zurückstecken ist anders. Er hängt genau neben uns. Boah, ist das intensiv. Das ist halt genau deswegen liebe ich dieses Spiel so. Das ist halt Formel 1 für mich. Zwei Kämpfe. Und es kann sein, dass er mich irgendwann hier natürlich rausbrettert. Keine Ahnung. Bei diesen vielen Fights. Aber dann werde ich damit leben müssen.
Der Punkt ist, das macht ohne Ende Spaß. Ja, weil er folgt uns auch in die Box. Längerer Weg, so wie es aussieht. Aber das ist egal. Es fühlt sich dann immer so an, mach, beeil dich. Aber den Weg, den haben alle. Also von daher ist es eigentlich egal. So, wir werden ordentlich durchgereicht. Das ist aber komplett egal. Weil die müssen alle auch noch an die Box. Na, nicht alle natürlich, aber die meisten. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Ja, das war okay, denke ich. 3-0. Ja, wobei das ging schon schneller, aber... Wichtig ist, dass wir jetzt einfach wieder auf die Piste kommen. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Direkt wieder vor einer Kurve wird man hier entlassen. Und dann muss man hier von 0 auf 100 gleich wieder da sein. Aber das ist natürlich nicht anders wie bei der richtigen Formel 1. Wenn du aus der Box kommst, musst du wieder da sein. 5 Sekunden auf Norris. Okay, aber das können wir jetzt eigentlich vergessen. Was wir da oben lesen, wichtig ist, was wir jetzt hier auf der Straße machen, möglichst schnell eben tatsächlich hier rumkommen, und das ist so eine blöde Kurve. So, sobald die an der Box waren, wissen wir, was Sache ist. Wir sollten eigentlich von der Boxenzeit her nicht wirklich viele Plätze verloren haben, würde ich mal hoffen und behaupten. In die Boxengasse. Echt jetzt? Nicht, dass der im Weg ist. Come on, Jungs, ich habe doch auch angekündigt, dass ich komme. Oh Mann! Ich hoffe, die haben sich das durchgerechnet. Nee, haben sie nicht. Okay, dann fahren wir nochmal eine. Hilft ja nichts. Ach, ich war ja schon an der Box. Wie komme ich denn jetzt auf... Was war das denn jetzt? Ich bin dermaßen tatsächlich konzentriert. Wir waren schon an der Box, so ein Käse. Da kommt uns keiner in den Weg. Aber hinten werde ich schon wieder angegriffen. Ja, das war jetzt ein Klassiker. Man ist so fixiert hier aufs Fahren. Und irgendwie so im Hinterkopf hat man dann doch... Man sollte dies noch, man sollte das noch. Ich war jetzt tatsächlich mit unseren gelben Reifen hier drauf. Fast der Überzeugung, wir müssen sowieso nochmal raus. Nein, müssen wir nicht. Mit den Reifen fahren wir natürlich zu Ende. Norris hängt uns ein bisschen ab. Wir haben Stress nach hinten. Ja, ich sag's gerne nochmal, das ist genauso ein Rennen, wie ich mir die wünsche. Genauso sollen sie sein. Also dann war KI 79 vielleicht doch nicht so schlecht. Wir sind auf der 13, aber ich schätze mal, irgendwo müssen noch welche mit roten Reifen unterwegs sein vor uns. Weil das kann eigentlich nicht sein, dass wir hier 6-7 Plätze durch einen Boxenstopp verlieren, wenn wir nicht die Flügel wechseln müssen. Zum Vordermann beträgt 6. Zu viel. 3 Sekunden. Und hier nippelt immer das DRS ab, dann kann der von hinten immer wieder angreifen. Wir werden hier wahrscheinlich uns nochmal wehren müssen, so wie es aussieht. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, ich hoffe mal, das ist okay. Da haben wir bis jetzt Glück gehabt, dass wir mit dem Benzin nicht noch wieder zurück mussten. Auf die normale Mischung. Wir fahren immer noch mit der fetten. Habe ich schon eingestellt, oder habe ich das vergessen? Das wäre ja fatal. Nee, fette Mischung. Reifen in Ordnung, alles okay. Also, dass der hinter uns hier einfach nicht wirklich Ruhe gibt. Und wir den nicht wegkriegen. Das ist natürlich klar, weil der hat überall in den DRS-Zonen DRS. Vordermann hat sich auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Ja. Okay, jetzt sind wir wieder auf der 8. Das würde wieder passen. Oh, er kommt wieder wie die Feuerwehr. Immer in diesen Kurven ist er relativ schnell hier. Und hier kriegt er halt wieder DRS. Und mir wird jetzt das DRS hier irgendwo wieder abnippeln wahrscheinlich. Ja, sieht aber nicht schlecht aus. Besser als vorher. Wir haben mehr Platz.
Ich versuche es mal mit den Curbs. Das war keine gute Idee. Man sieht, der kommt. So, ERS sozusagen in Dauerbeschallung. Also ich deaktiviere es fast nicht mehr. Jetzt natürlich eher vor so einer Kurve schon. Ansonsten fahren wir fast die ganze Zeit mit ERS, Entschuldigung. Aber wir kriegen ja auch nie DRS, also da muss man mit ERS arbeiten. 2,9 auf Sainz. Nach vorne hin. Könnte man auch noch schaffen, wenn ich hier noch ein, zwei gute Runden hinkriege. 2 sind es nur noch, von daher... Ja, aber der hängt mich wieder ab, Sainz. Jo, das war ein bisschen zu heftig in die Curbs rein. So. 3-2. Nein, wir kommen an Sainz nicht rein. Wir haben tatsächlich das Problem eher nach hinten. Dass wir da wahrscheinlich dann irgendwann wirklich Stress kriegen. Ich hoffe nur, der schießt mich nicht irgendwann ab. Nicht, dass ich hier dann diesen Platz noch verliere. Das ist natürlich alles noch möglich. Aber genau deswegen ist es ein cooles Rennen, weil ich würde mal sagen, also hier ist tatsächlich ordentlich Spannung drin. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 7, da kommt er wieder. 0 Sekunden. Ja, jetzt habe ich eine Verwarnung gekriegt, aber ich musste. Ich konnte ihm ja nicht den Weg abschneiden. Das wollte ich dann doch auch nicht. Das wäre wahrscheinlich dann doch nicht allzu fair gewesen. Und halbwegs fair möchte ich bleiben, auch wenn es ein harter Kampf ist. Mit dem Benzin noch aus. Ja, das reicht dicke. Das Benzin. Ihr seht schon eben, ich habe tatsächlich in genau diesen beiden Kurven immer Probleme und genau in diesen beiden Kurven holt er massiv auf. Da muss ich auch aufpassen, dass ich immer nicht gegen die Bande knall, weil ich dermaßen die Kurve schneide. Jetzt ist er da hinten. Eieiei. Ja gut, einfach nicht vorbeilassen, aber das ist gar nicht so einfach auf dieser doch eben relativ schnellen Strecke. Ja, da kommt er schon wieder. Oh, er kommt halt die ganze Zeit. Zum Glück ist dann die Gerade irgendwann fertig. Ja, jetzt will er nochmal. Ja, da ist er, Berührung. Und hinten kommen sie natürlich auch gleich. Ja, habe ich. Oh lala, die letzte Runde. Okay, wir wehren uns, wir wehren uns, wir wehren uns. Ich lasse ERS laufen. Gar nicht mehr abstellen. Hier muss ich auch nochmal massiv bremsen. Und jetzt haben wir plötzlich einen Ferrari hinter uns. Kollege Vettel möchte vorbei. Ja, der wird wahrscheinlich vorbeikommen. Oh, der ist so schnell. Ich wollte innen noch mal ein bisschen rankommen. Das hat nicht ganz geklappt. Ja gut, auf der 9. Das ist auch okay. Aber vielleicht holen wir ihn ja noch mal. Wir sind ja doch nicht so weit weg. Aber ich kriege die Kurven nicht so gut wie er. Ja, keine Chance. Und jetzt haben wir wieder den Kollegen, den anderen im Genick. Oh, ich krieg DRS. Nein! Nein, come on! Ich habe doch DRS gekriegt. Oh, in der letzten Runde. Wie bitter ist das denn? Und wir hätten WM-Punkt. Ich möchte jetzt hier nicht alles riskieren. Ja, da hauen sie ab. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Schade. Okay, Platz 10. Wenn man bedenkt... Wir sehen uns im Park Fermé. Wenn man denkt, dass wir auf der 16 gestartet sind, dann ist es natürlich gut. Wahrscheinlich vielleicht sogar Fahrer des Tages. Ne, doch nicht. De Vries, was hat der denn angestellt? Der war auf der 10. Also auf der 10 hat er seinen Startplatz. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wieder. Ja, ärgerlich, dass wir so kurz vor Schluss zwei
Plätze verlieren. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Leistung bei diesem Grand Prix. Jetzt bin ich gespannt auf die Tabelle. Schauen wir uns an, na? Welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die auf der 13. Warum wird Nick de Vries Fahrer des Tages? Es ist nicht, dass ich ihm nicht gönne. Also Stefan. Aber der hatte den Startplatz 10 und ist 3 zurückgefallen. Das ist keine Riesenleistung, behaupte ich mal. Bei Ihnen sah das leicht aus. Ja, wir haben ein Pünktchen mitgenommen. Loben wir mal die Ingenieure. Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? Ja, lassen wir das mal so. Das ist, glaube ich, angenehmer. Wie verstehen Sie sich mit Ihrem Rivalen? Ja, ist unser Amici. Klasse, das war okay, alles. Gut, freut mich. Bis zum nächsten Mal. Ja, Platz 10. Wie gesagt, Startplatz 16 und dann Platz 10. Ich würde mal sagen, das ist in Ordnung. Da kriegen wir auch nochmal ordentlich Kohle. Eine glatte Million. Das müssen wir noch wieder was auf dem Konto haben. Jetzt bin ich gespannt, was die nächste Strecke ist. Jetzt kommen dann, glaube ich, wieder ein paar schwierigere, wenn ich mich nicht täusche. Ungarn. Ist Ungarn schwierig? Sponsoring erneuern. Das machen wir dann wieder in der nächsten Folge. Ich glaube, Ungarn ist auch nicht ganz ohne. Wir werden 10. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich mit Platz 10 natürlich zufrieden, nachdem wir nur 16. wurden im Qualify. Auf der anderen Seite, ja, wenn man jetzt eine Runde vor Schluss 8er ist und dann noch 2 Plätze verliert, ist das natürlich auch wieder enttäuschend. Von dem her, so, lala. Oder so, lala, so sagt man, glaube ich. Ja, so. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand es ein sehr cooles Rennen. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Hey, tschüss.